Vor 6 Jahren begann die Republika als eine Art Klassentreffen von Bloggern, Internetaktivisten und Netzintellektuellen. Mittlerweile hat sie sich zu Europas größter Konferenz rund um soziale Medien und die digitale Gesellschaft gemausert. Wichtigster Programmpunkt in Berlin dürfte in diesem Jahr die Urheberrechtsdebatte sein. Aktuelle Musiktitel oder neue Filme kostenlos downloaden. Meist illegal und doch weiterhin populär. Immer mehr Kreativschaffende schlagen Alarm. Allein über 50 Drehbuchautoren haben einen offenen Brief verfasst. Für sie bedroht die Umsonstmentalität im Netz mittlerweile die gesamte Branche. Es kann doch nicht angehen, dass ein Film, der so viel Geld kostet, so viel Arbeit kostet, so viel Zeit kostet, dass der im Internet am nächsten Tag schon umsonst runterzuladen ist. Das hat nämlich folgende Konsequenz, dass sie bald gar keine Filme mehr drehen werden können, weil kein Kapital da ist. Der Zorn richtet sich dabei oft auch gegen die Piratenpartei. Das Urheberrecht abschaffen zu wollen, wird ihnen vorgeworfen, doch sie fühlen sich missverstanden. Ihnen gehe es um Reformen und deutlich mehr legale Angebote. Was wir sagen ist, dass Verwerter, die also die Werke von Urhebern anbieten, ein viel größeres Angebot schaffen müssen, dass Nutzer, die was kaufen wollen, und das wollen ja die meisten, auch sehr niederschwellig die Möglichkeit haben, es zu tun. Auf der diesjährigen Republika der hitzige Urheberrechtsstreit natürlich wichtiges Thema. Der wohl größte deutsche Kongress der Internetgemeinde will dabei möglichst frischen Wind in die festgefahrene Debatte bringen. Ein möglicher Lösungsansatz könnte sein, beide Positionen zusammenzubringen und Pauschalabgaben auf Internetzugänge zu erheben, die dann wiederum Künstlern, Kreativen über Verwertungsgesellschaften zur Verfügung gestellt werden. 3 Tage geht die Republika in Berlin. Viel Zeit, um neben allen Urheberrechtsstreitereien noch viele weitere Online-Themen zu diskutieren.